Gästen, liebe Gäste, viele bekannte Gesichter hier im Saal zu einem wirklich hochaktuellen, spannenden und sich ständig entwickelnden Thema Flächen und Gewerbe. Was sind die Bedarfe, die wir eigentlich haben? Und beim Thema Flächen können wir vermutlich die rasante Entwicklung Berlins in den letzten Jahren sehr deutlich sehen und sehr deutlich mitverfolgen, wie sich die Dinge verändert haben. Ich erinnere mich noch an Wahlkämpfe, die sind noch nicht so lange her. Da habe ich gesagt, wir haben einige Probleme in Berlin, aber wir haben Gott sei Dank kein Grundstücks- und kein Flächenproblem. Das war im Wahlkampf 2011 und seitdem haben sich die Dinge sehr deutlich verändert. Wir müssen da rangehen und vor allem ist es natürlich auch eine echte Zukunftsfrage, wie wir mit unseren Flächen in der Stadt hier umgehen. Die Stadt wächst, das ist schon gesagt worden. Und natürlich freuen wir uns darüber, dass wir seit Jahren mit dem Wirtschaftswachstum über dem Bundesdurchschnitt liegen. Wir freuen uns darüber, dass rund 50.000 neue sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätze hier in der Stadt entstehen und die Arbeitslosigkeit aus den Zeiten, in denen ich mal angefangen habe, hier Politik zu machen in Berlin, von über 18% auf inzwischen 8,5% sich mehr als halbiert hat. Die Berliner Wirtschaft hat sich zu einer guten und stabilen Größe inzwischen entwickelt und wir haben inzwischen auch sind wir aus der Haushaltsnotlage raus und wir investieren wieder in die Gestaltung unserer Stadt. Die wachsende Stadt braucht eine vernünftige Infrastruktur und darin investieren wir in den Ausbau und die Modernisierung der Infrastruktur, die natürlich auch dem Wirtschaftsstandort zugutekommt. Im nächsten Haushalt sind über 2 Milliarden Euro für Investitionen jährlich vorgesehen und wir haben mit dem Sondervermögen für die wachsende Stadt weitere 2 Milliarden Euro für Investitionen in die wachsende Stadt. Der Nachholbedarf ist riesig bei der Infrastruktur, das wissen wir alle in der Stadt. Wir müssen aber nicht nur den Investitionsstau der Vorjahre auflösen, sondern tatsächlich auch gestalten für morgen und die Zukunftsfragen in den Blick nehmen, wenn es auch um Infrastruktur geht. Nicht nur beim Thema Flächen, sondern auch bei den anderen Themen, die Sie kennen, in der Verkehrsinfrastruktur, bei den Schulen, bei den Kitas, bei den öffentlichen Liegenschaften. Und ich freue mich, dass wir mit der neuen Liegenschaftspolitik schaffen und neue Akzente auch setzen wollen. Und wie gerade schon gesagt worden ist, ich gehöre zu denjenigen, die damals noch erlebt haben, dass die GSG verkauft worden ist. Ich bedauere das bis heute zutiefst, weil da hätten wir richtig gute Gewerbeflächen auch in Innenstadtlagen und hätten tatsächlich richtig was in der Hand zum Handeln. Aber immerhin haben wir jetzt festgehalten, dass wir über Mittel des Sivana, des Sondervermögens wachsende Stadt, wieder Gewerbeflächenankäufe strategischer Art machen wollen. Und dafür habe ich mit dem Finanzsenat auch vereinbart, dass wir 50 Millionen bereitstellen für die kommenden Jahre, sodass wir da was in der Hand haben. Die wachsende Stadt eben heißt aber, alles wird enger, alles wird dichter, alles wird auch lauter, das sehen wir in der Innenstadt vor allem, und es wird eben knapper in der Versorgung auch von Gewerbe- und Industrieflächen. Und es verändern sich die Dinge auch mit dem Wachstum, mit dem Wirtschaftswachstum, was wir haben. Ein Treiber unseres Wirtschaftswachstums ist die Digitalwirtschaft. Heute Morgen habe ich noch mit der IBB gemeinsam eine wirklich gute Bilanz der Beteiligungsgesellschaft der IBB, das ist unsere Landesförderbank, vorgestellt. Im letzten Jahr sind von Venture Capital Mitteln 2/3 in Höhe von 3 Milliarden privates Kapital nach Berlin geflossen, in die Berliner Digitalwirtschaft. Das ist eine erhebliche Hausnummer. München mit 400 Millionen ist da weit abgeschlagen. Wir sehen aber eben auch, dass die neue Digitalwirtschaft tatsächlich was mit der Stadt auch macht, weil sie anders arbeiten, weil sie natürlich nah am Kunden, nah am Puls der Zeit sein wollen, darüber stärker innerstädtisch natürlich sich ansiedeln wollen. Wir sehen, dass große DAX-Unternehmen mit ihren Digitalsparten nach Berlin kommen, egal ob Porsche, Lufthansa oder wie sie nicht alle heißen. Wir profitieren wirtschaftlich davon, dass Unternehmen sich dazu entscheiden. Wir sehen es aber eben auch, dass gerade in den Innenstadtbereichen es enger wird und dass wir gerade da große Bedarfe eben haben für all die Coworking Spaces, was sich da alles entwickelt, auch Platz zu haben, Platz bereitzustellen. Und das ist natürlich auch ja, mit kleinteiligen Flächen und urbanen Lagen, das beißt sich dann inzwischen immer häufiger mit alteingesessenen Betrieben, das beißt sich mit sozialer Infrastruktur. Kitas finden ja, wir haben einen riesigen Kita-Platzmangel und Kitas finden so gut wie gar keine Ladenflächen mehr, keine Flächen mehr in der Innenstadt, um sich anzusiedeln. Und da sehen wir die Konkurrenzen ganz, ganz deutlich. Das wirkt sich auf Stadtstruktur natürlich auch aus. Und das ist auch
ein Thema, was wir nicht allein in Berlin werden lösen können, das Thema der steigenden Gewerbemieten. Was wir da erleben, ist das, was wir auf dem Wohnungsmarkt seit Jahren inzwischen schon kennen. Und auch da sind wir dran, zusammen an einer Regulierung auch zu arbeiten. Das kann aber nur auf Bundesebene tatsächlich stattfinden. Das Gewerbemietrecht ist eines der unreguliertesten oder das unregulierteste, was es gibt. Und da wollen wir auch auf Bundesebene das dicke Brett mal anfangen aufzubohren, sage ich hier auch vorsichtig, weil es wird dauern, bis man da was sehen wird. Aber wir bleiben dran. Die gleichen und ähnlichen Veränderungen sehen wir wie bei der Digitalwirtschaft, was es mit der Stadtstruktur macht, bei dem verarbeitenden Gewerbe, einerseits Arbeitsplatzabbau in großen Industrieunternehmen wie Siemens, wie GE, und auf der anderen Seite sehen wir immer häufiger das, was wir urbane Produktion als Schlagwort auch nennen, also kleinteiligere Manufakturen, Produktionsformen der Industrie 4.0 und Individualisierung von Massenfertigung mit 3D-Druck und Ähnlichem. Das alles sucht natürlich auch die Nähe zur Stadt und die Nähe zur Urbanität. Und auch da sehen wir, dass sich die Stadt hier verändert und dass wir da auch andere Planungen auch brauchen. Wir sehen aber eben auch, dass wir Industrieflächen weiterhin brauchen und haben wollen in der Zukunft, wie diese hier, wie man diese eben mit Nutzungskonflikten konfrontiert. Und jeder, der hier unterwegs ist, ich kenne das ja auch schon seit einiger Zeit mit dem Industriesalon hier nebenan und die Sicherung der Industrieflächen vor dem Nutzungskonflikt mit der Wohnungsbebauung ist ja hier überall präsent, die Rathenauhallen direkt nebenan. Das sind alles Themen, die wir eben nicht nur in den verdichteten Innenstadtbereichen haben, sondern inzwischen eben auch tatsächlich hier vor Ort auch sehr genau sehen können. Und auch da sind wir von Wirtschaftsseite natürlich immer auf der Sicherung der Gewerbe und Industrie dabei und immer in Verhandlungen darüber, wie weit geht das eigentlich mit der Wohnungsbebauung. Das sind aber keine Konflikte, sondern tatsächlich auch Themen, die wir versuchen, dann auch partnerschaftlich zu lösen. Wie reagieren wir aber auch auf all diese Themen? Ich habe es gerade gesagt, der GSG-Verkauf ist sehr bedauerlich. Da muss man vielleicht aber für die Zukunft überlegen, ob wir auch anfangen, uns da wieder ranzutasten, sowas wieder auf den Weg zu bringen. Was wir aber haben, das sehen Sie hier ja auch, sind die Berliner Zukunftsorte, unsere 10 Zukunftsorte, die wir auch weiter ausbauen wollen in den nächsten Jahren. Sie haben immer noch Flächen für technologie- und wissensorientierte Unternehmen. Sie sind eben auch als Standorte wichtig für die wirtschaftliche Entwicklung, die wir hier haben. Und deswegen wollen wir weiter diese Gebiete erschließen, das besser machen, dort auch Flächen zur Verfügung stellen, um eben auch Gewerbe und Industrie, Produktion und wissensbasierte Unternehmen bei der Ansiedlung zu unterstützen. Und wenn wir über Flächenpotenziale und Möglichkeiten reden, die wir noch haben in der Stadt, wenn man sich so ein bisschen die Stadtkarte anschaut, wird man feststellen, so richtig viel ist nicht mehr da in zusammenhängender großer Fläche. Und da fällt der Blick natürlich immer noch auf Tegel. Das will ich hier auch sehr deutlich sagen. Welche Stadt hat eigentlich diese Möglichkeit, eine solche Fläche zu entwickeln für Wohnungsbau, für Technologie, als Wissenschaftsstandort mit der Beuth-Hochschule, was dort geplant ist. Und deswegen will ich hier auch noch mal natürlich darüber reden, was wir da alles machen werden und machen wollen, wenn endlich der BRR eröffnet. Ich weiß, dass es hier im Süden auch nicht ganz einfach ist, dass wir das auch hinbekommen mit den Fragen von Schallschutz und Lärmschutz, die hier eine große Rolle spielen, wo immer noch nicht ausreichend getan wird dafür. Aber wir können die Fläche in Tegel eben entwickeln für die Zukunft dieser Stadt mit Wohnungsbau, mit Technologie, mit Wissenschaft und auch zeigen, wie man solche Quartiere auch tatsächlich gut und integriert entwickeln kann und dass uns die Dinge nicht davonlaufen, wie wir es woanders sehen. Also Chancen, Risiken und viele Möglichkeiten einzugreifen. Wir brauchen an der einen oder anderen Stelle den Bund. Da bedauere ich es außerordentlich, dass für Berlin und vor allem für die Frage von Gewerbemieten und Mietenpolitik zu wenig dabei rumgekommen ist. Aber das werden wir versuchen, über den Bundesrat anzugehen und suchen uns Partner in anderen Großstädten. Die wird es dort geben. Und dann machen wir halt eben das, was Berlin immer am besten konnte. Wir machen selber Politik. Und in diesem Sinne wünsche ich einen guten Abend und gute Diskussion hier miteinander. Yeah.